Am Donnerstag wechseln sich dichte Wolken und einzelne Schauer ab, zwischendurch zeigt sich auch mal die Sonne. Richtung Ostsee und vom Alpenrand bis zum Bayerischen Wald fallen die Regengüsse kräftiger aus. Mit kaum 20 Grad im Nordwesten und bis zu 24 Grad am Oberrhein ist es spürbar frischer. Dazu weht vor allem im Norden ein lebhafter Wind, an den Küsten gibt es Sturmböen. Der Freitag bringt im Süden teils kräftigen Regen, vereinzelt gesellen sich auch Blitz und Donner dazu. Im Rest des Landes wechseln sich sonnige Abschnitte und dichtere Wolkenfelder ab und es bleibt meist trocken. Die Höchstwerte liegen um 20 Grad, der Wind flaut überall spürbar ab. Danach setzt sich sonnige Spätsommerwetter durch, nur am Samstag fällt in Südostbayern noch Regen. Ob es auch am Sonntag ganz im Süden nass wird, ist noch unsicher. Die Temperaturen steigen allmählich an, zu Beginn der neuen Woche sind entlang des Rheins bis zu 27 Grad möglich.